Welches der folgenden Outfits dürfte dir die besseren Reaktionen einbringen? Dieses hier oder dieses? Ich denke, die Antwort ist nicht allzu schwer und ich will hier gleich mal auf die vier bekanntesten Arten von Herrenmänteln eingehen. Der Mantel ist im Prinzip das, was Blazer bzw. Anzug symbolisiert, nur eben für etwas frischere Jahreszeiten. Und natürlich kannst du beides auch wunderbar kombinieren. Es gibt inzwischen jede Menge Mischformen, aber gemeinsam haben sie alle, dass sie sich von einer gewöhnlichen Jacke, sagen wir einem Winterparka, abheben und dir recht schnell ein Stil-Upgrade verleihen können. Nichts gegen den Parka natürlich, der kann auch ganz praktisch sein, aber wenn es um Klasse und Noblesse geht, dürftest du gerade im urbanen Bereich mit dem Mantel besser aufgestellt sein. Die heutigen Mäntel haben ihren Ursprung zumeist in der Aristokratie des 19. Jahrhunderts oder eben im Militär, was beides für Seriosität, Akkuratesse und Disziplin steht. Zumindest sind das die Assoziationen, die das Tragen des Mantels auslöst. Ganz ähnlich also dem Anzug. Lass mich jetzt zu den vier Arten kommen, die man als Mann meiner Ansicht nach kennen und unterscheiden können sollte. Zum ersten haben wir da den Kabanmantel, auch Peacoat genannt. Dieser ist ein zweireihiger, kurzer Wintermantel, der traditionell 6 Knöpfe und 2 diagonale Taschen besitzt. Der Schnitt geht meist bis zur Taille und er gilt als semiformelles Kleidungsstück, für mich der ideale Smart Casual Mantel. Konventionell kommt dieser Mantel in marineblauer Wolle daher, heute gibt es ihn jedoch in sehr vielen Farben und Ausführungen. Zum Kaban habe ich schon ein separates Video gemacht, in dem ich ein bisschen detaillierter drauf eingehe, sieh dir das, wenn du magst, gerne an. Der Trenchcoat ist ein beliebter und eher leichter, sowie meist doppelreihiger Wettermantel mit wasserabweisenden Charakteristika. Bekannt geworden ist er im militärischen Bereich. Der Name Trench deutet schon auf den Schützengraben hin, meist, aber nicht immer, kommt er auch mit einem Gürtel daher und aufgrund seiner Eigenschaften ist der eher ein Herbst-Frühlingsmantel als ein Wintermantel. Den finalen Eintritt in die Modewelt erreichte der Trenchcoat übrigens mit der Propagandaschnulze Casablanca aus dem Jahr 1942, in dem Humphrey Bogart den Mantel zur Schau stellte. Der Duffelcoat in seiner heutigen Form kommt ebenfalls aus dem Bereich Militär, der Marine um genau zu sein, wenngleich viele die Ursprünge bei Mönchen aus dem frühen Christentum sehen. Charakteristisch sind hier besonders die markanten Knebelverschlüsse sowie die wärmende Kapuze. Kein anderer der klassischen Mäntel verfügt über eine Kapuze. Ursprünglich war der Duffelcoat knielang, heute ist er aber auch in verschiedenen Längen zu finden. Und ja, zum Einsatz kann der Mantel, da er ziemlich lässig ist, in vielen Bereichen kommen. Er ist also eher wieder semi-formell und du kannst damit ein formelles Outfit ganz wunderbar hinabkleiden. Also overdressed kannst du damit quasi nicht sein. Als Ikone und Königsmantel sozusagen gilt der Chesterfield. Dieser ist ein ein- oder zweireihiger und mindestens knielanger Mantel mit schmalem Revers, das man gerne als das Pendant des Sakkos bezeichnet. Natürlich kommt der klassische Chesterfield aus der englischen Aristokratie, wie sollte es anders sein? Er besitzt 2 horizontale, eingearbeitete und nicht aufgesetzte Taschen, so wie ein formelles Anzugsakko eben. Ganz klar also, dieser Mantel ist die vornehmste Variante und daher perfekt für alle formellen Anlässe, ganz gleich, ob diese geschäftlicher oder privater Natur sind. Ähnlich dem Chesterfield wären dann vielleicht noch der Covert Coat bzw. Crombie, der aber immer einreihig daherkommt, und auch der Polo Coat, auch Ulster genannt, zu nennen. Und natürlich gibt es auch hier jede Menge Mischformen. Verweisen will ich dich unbedingt nochmal auf mein Video über den Kabanmantel, mit dem bist du nämlich vielleicht am breitesten aufgestellt. Lass mich gern deine Vorlieben wissen und mach ruhig den Daumen hoch, wenn du unseren Kanal unterstützen möchtest. Danke fürs Zusehen, ciao, ciao.